Das ist hoffentlich der einzige R&B, in den ich mich jemals als Gitarrist reinlehnen werde. Aber es ist einfach so ein schönes Lied. Und das Praktische, es besteht aus nur 3 Akkorden. Auch natürlich in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Hier unten in der Beschreibung, wie immer, das PDF dazu. Wenn du das ganze Original spielen möchtest, würde ich dir übrigens empfehlen, ein Capo am 5. Bund. Ja, 5. Bund, weil es sind sonst echt blöde Akkorde. Im Originalen sind es B-Flat, also A-Is, F und C. Das ist nicht sehr praktisch, vor allem wenn du noch Anfänger sein solltest oder am Anfängerlevel. Aber auch für mich ist es jetzt nicht so, ich würde schon einen Capo-Taster benutzen, wenn ich einen finde. Genau, am 5. Bund einfach. Und die Akkorde F, C und G. Und dann klingt es richtig original. Hör mal zu. Eins zu eins, oder? Ich sag das Ganze mal ohne Capo-Taster, okay? Falls du keinen haben solltest, dass das eben eins zu eins so klingt, wie ich das da auf der Gitarre auch spiele, ist praktischer. Der erste Akkord ist ein F und den spielt man nicht als ganzen Akkord, sondern die einfache Version. Eigentlich ist er F über C, weil C im Bass ist, aber so spielen wir den F-Akkord. Nur die mittleren 4 Saiten. Dann von dem kann man schnell einen Wechsel zum C machen, indem wir den kleinen Finger weggeben und den Mittelfinger auf die D-Seite geben. Schon haben wir einen C-Akkord. Und den würde ich dir absolut so empfehlen, ohne die ganzen Finger umzugreifen. Okay, das ist nicht sehr ergonomisch. Also F und C. Kleine Bewegungen, wie immer auf der Gitarre. Und der letzte Akkord G. Doch hier würde ich dir empfehlen, den G so zu greifen. Nicht so. Vor allem, weil die unteren beiden Saiten, die braucht man nicht. Okay, das heißt, den G kannst du genau so greifen. Ist auch praktischer, dann wieder zurückzugehen. F, C und G. Kann ein bisschen untypisch sein, vielleicht so zu greifen, die Akkorde, weil du es eher vielleicht anders gewohnt sein könntest, so oder so. Aber ich würde dir eben empfehlen, üb das genauso. In diesem Tutorial schauen wir uns übrigens den Original-Key an, die originale Tonart. Falls du jetzt eine Frau sein solltest oder an einer anderen Tonlage besser zu singen sein sollte für dich als die von Xavier, kannst du zum Beispiel einmal herumexperimentieren mit anderen Akkorden. Die Stufen sind ja immer dieselben, nur die Akkorde ändern sich. Zum Beispiel C, G und D. Es sind immer dieselben Stufen, es ist dieselbe Kadenz, okay? Immer dasselbe, nur andere Akkorde. Vielleicht ist das in deiner Stimmlage sogar praktischer. Aber halten wir uns rück einmal an das Original F, C, G. Und so sieht die Intro-Melodie aus. Anfang greift man F-Akkord, spielen die A- und D-Seite gleichzeitig. Ich würde empfehlen, rechte Hand, der kleine Finger, immer am Korpus der Gitarre abgestützt. Hast du viel mehr Sicherheit, wo du gerade bist. Schneller Wechsel C, auch hier wieder A und D-Seite gleichzeitig am Anfang, mit Daumen und Zeigefinger. Jetzt kleiner Finger auf die Note D, H-Seite 3. Bund und G. Also so oder eben so gegriffen. Dann kannst du einmal runter oder alle gleichzeitig zupfen oder so ein bisschen so einen Rolleffekt. Ich finde, das klingt einfach am schönsten. 1, 2, 3. Das ist noch am Ende, wenn sich die Runde dann wiederholen sollte. Und dann wieder schnell zum F greifen. Und du könntest jetzt auch das ganze Lied zerlegen. Oder du gestaltest es dynamischer und du tust es teils zerlegen und teils strummen. Eben mit dem Schlagmuster. Ein Beispiel wäre eines, was glaube ich sehr gut passen würde dazu. So, runter, runter, rauf, rauf, runter, runter. Probieren wir das mal zusammen.
Eins, zwei, drei, vier. 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 Werden wir ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Ist gar nicht so schlimm, den F-Akkord so zu greifen, oder? Viel praktischer als. Die meisten Anfänger haben da eben ziemlich Probleme bei dem als Barré zu greifen. Aber das ist ja bei dem Song zum Glück nicht. Als ich mir übrigens die Originalaufnahme nochmal angehört habe, habe ich gehört, im Chorus ist statt dem F ein D-Moll. Was Harmonielehre technisch gesprochen sehr intelligent ist, weil es viel mehr Dramatik erzeugt, weil es sind ja die ganze Zeit Dur-Akkorde, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Und wenn da plötzlich ein Moll-Akkord drin ist, ja, hat nochmal viel mehr Spannung. Und es ist die Paralleltonart. Kann man also nutzen. Muss man aber nicht. Wie gesagt, deine Entscheidung, ob du jetzt F spielst oder D-Moll im Chorus. Was ich damit meine? Hör mal den Unterschied. Nichts ist vergleichbar mit dem, was du gibst, mit dem, was du zeigst, wie du lebst, wie du liebst. Ich kenne nichts, ich kenne nichts so schönes wie du. Da war der D-Moll jetzt drin. Wenn du das jetzt mit der Originalaufnahme vergleichst, ist es 1 zu 1 so. Oder wir spielen es einfach mit einer F. Deine Entscheidung. Alles klar, spielen wir das Ganze mal zusammen. Up, I have never felt thunder. Und das spielen wir mit einem Schlagmuster. Und ich sag dir dann immer, wie es weitergeht, ob wir zerlegen oder mit Schlagmuster spielen. Zerlegung kannst du irgendeine Zerlegung spielen. Nehmen wir mal einfach die vom Intro zum Beispiel. Okay, also. Ich könnte Tage von dir erzählen und ein 1, 2, 3, 4, aber muss er nicht sein. Wähl einfach eine Zerlegung, die für dich gut passt. Ich finde die sehr praktisch, weil sie eben dem Intro, der Intro-Zerlegung nachempfunden ist. Also ab I have never felt thunder. 1, 2, 3, 4, 1. I have never felt thunder and light. Struck by a wonder. 2, 3, 4 und Zerlegung. Ich könnte Tage nur von dir erzählen, ohne dein Namen auch nur einmal zu erwähnen, unter Schmerzen oder unter Tränen würde dein Namen als meine Linderung dien. Jede 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nichts ist vergleichbar mit dem, was du gibst, mit 2, 3, 4. Und Schlagmuster 2, 3. Ich kenne nichts. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du. 2, 3, 4, 1, 2. Ich kenne nichts. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Danke wieder fürs Dabeisein. Mein Name ist Alessandro Miller. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte ein Like und abonniere auch meinen Kanal, falls du noch nicht schon gemacht hast. Wir sehen uns nächste Woche. Habt eine fantastische musikalische Woche, wie immer. Cheers!